Jetzt ahnen Sie, wem ich genau diese Frage stelle, nämlich Kevin Kühnert, trotz Blitz, der Generalsekretär der SPD ist. Und die Frage ist natürlich, demonstriert haben die Menschen dagegen etwas, Herr Kühnert? Warum gab es so viele Ampelpolitiker, die geglaubt haben, dass das eine Art Zustimmung ist? Also mit demonstrieren ist das eine andere Politik machen wäre das andere. Ich glaube überhaupt nicht, dass diese Demos eine Zustimmung zu einer bestimmten Partei gewesen sind. Nein, ich weiß es sogar, weil ich auf solchen Demonstrationen zugegen gewesen bin und gesehen habe, was für ein breites gesellschaftliches Spektrum bis hin auch zu CDU-Mitgliedern, worüber ich mich sehr gefreut habe, dort. Ja, also das neoliberale Altparteienkartell. SPD, Grüne, FDP, Linke und CDU. Sogar Linke sind ja nicht neoliberal, aber die haben sich auf der Außenpolitik auf der Linie der anderen Altparteien eingerichtet, dass man die, glaube ich, mittlerweile auch dazu zählen kann. Demonstriert hat. Das sind Menschen, die dafür eingetreten sind, dass die Geschäftsgrundlage unserer Gesellschaft, die ersten Artikel unseres Grundgesetzes, die Tatsache, dass wir Meinungsverschiedenheiten aushalten, dass wir die Gleichwertigkeit von Menschen nicht leugnen, dass das hergestellt werden soll. Das ist keine politische Demonstration für eine bestimmte Parteifarbe gewesen. Mhm. Was interessant war in den bisherigen Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen aus dem parteipolitischen Raum, ist ja, dass es keiner geschafft hat, länger als einen Satz über diese Demonstration zu sprechen, ohne eine taktische Wendung anzuwenden und über das zu sprechen, was man sich auf seinem Notizzettel für diese Sendung vorgenommen hat. Die Ampel ist schuld, irgendwelche erfundenen Prozentzahlen von Storch, mit denen sie uns die nächste Dreiviertelstunde noch behelligen wird, und die Aufforderung, jetzt Position zu beziehen. Es muss doch möglich sein, in einem Land, in dem 27% der Menschen eine Migrationsgeschichte unterschiedlicher Art haben und der sich politische Kräfte, die gar nicht wenig Zustimmung haben, dazu aufschwingen, diese Menschen anzugreifen in ihrer Gleichwertigkeit in dieser Gesellschaft und in ihren Rechten. Das erstmal kommt schon wieder ein moralischer Appell. Also kann Kühnert nicht mal einfach sachlich auf das, was ihm hier gerade vorgetragen wurde, antworten? Ernst zu nehmen und zu sagen, völlig egal, wie wir zur Ampel stehen, zum Heizungsgesetz, zur Zukunft der Rente in Deutschland, wir stehen... Völlig egal, wie wir zur Zukunft der Rente in Deutschland stehen, die DDSPD übrigens kaputt gemacht hat. Also wir hätten heute ein deutlich geringeres Problem mit der Altersarmut, die Hartz, nicht Hartz, was sage ich denn da schon, ohne die Rentenreform der Schröderschen SPD und Grünen Regierung. Also Gerhard Schröder hat damals die gesetzliche Rente um rund ein Viertel gekürzt. Also dass Kühnert hier sagt, egal was mit der Rente ist, das ist schon klar. Also der SPD sind alte Menschen natürlich egal. Erstmal darin zusammen, dass wir uns in dieser Form nicht auseinander dividieren lassen. Und Frau von Storch hat ja keine einzige plausible Antwort auf das. Also wenn es eine Frage gibt, bei der man sich auseinander dividieren lassen sollte, dann ist das die Rente. Das ist die wichtigste Sozialleistung, die wir hier in Deutschland haben. Also das ist, wenn die Rente auch nur leicht gesenkt wird, dann explodiert die Altersarmut. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und durch den demografischen Wandel wird da zusätzlicher Druck aufgebaut werden. Also die Rente, versteht mich jetzt nicht falsch, die wird sich immer noch finanzieren lassen, nur es wird halt teurer. Und die Politik muss dann bereit sein, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Man muss dann entweder die Rentenbeiträge erhöhen, die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, Kapitalerträge mit in die Rentenfinanzierung einbeziehen oder den Bundeszuschuss erhöhen. All das könnte man dann machen. Aber die Regierung, ja, wie sie es schon vor 20 Jahren gemacht hat, wird dann sagen, ach, die Rente ist nicht mehr finanzierbar, senken wir einfach das Rentenniveau. Oder erhöhen wir die Lebensarbeitszeit, was effektiv für viele Menschen dann eben auch eine Senkung des Rentenniveaus ist, da viele eben nicht bis 67 arbeiten können. Oder wenn das Renteneintrittsalter erhöht wird, erst recht nicht mit 70. Jeder vierte Deutsche stirbt, bevor er 70 wird. Gegeben, was da gesagt wurde. Sie haben eingespielt eben die ganzen Zitate von den Parteifreunden von Frau von Storch, die ja ganz stolz bekannt haben, dass es kein Geheimplan sei, sondern genau so gemeint. Da ist gesagt worden, Millionen, das hat Herr Springer gesagt, nach Adam Riese, das sind mindestens zwei, wahrscheinlich eher mehr. Herr Höcke, Ihr Chefideologe in der AfD, ist im Netz zu finden mit Videos, in denen er auf die Frage, wie viele Leute denn weg sollen, sagt, Deutschland kann problemlos auf 20-30% seiner Bevölkerung verzichten. Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass wir 27% Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben. Sie müssen sich jetzt schon mal entscheiden, ob Sie alles bemänteln und abstreiten wollen und ist nicht so gemeint, geht nur um ein paar Abschiebungen, oder ob Sie sich zu Ihrem völkischen Flügel dazustellen, der sagt, massenhaft Menschen raus, ob mit Pass, ob ohne Pass. Stil, so wie Ihr Kanzler gesagt hat, das ist genau das, was wir Sie wollen. Auch alle Menschen mit einem Abschiebetitel bezogen, da sind wir deutlich unter einer Million. Sie reden über Menschen mit deutschem Pass oder... Also jetzt zitiert Kevin Kühnert gerade Höcke. Es wäre interessant, Höcke jetzt als Gast zu haben, damit er darauf antworten könnte. Oder? Also eigentlich müsste Björn Höcke doch jetzt hier antworten können, wenn er hier andauernd zitiert wird. Es war noch ein Spieler von ihm da. Also
Wenn man über Leute redet, dann wäre es besser, wenn man über Leute redet, die da sind. Oder Sie müssen jetzt mal sagen, dass Ihre Parteifreunde lügen und Sie die dazu auffordern, solche Räuberpistolen sein zu lassen. Das hat keiner gesagt. Das hat weder in Potsdam einer gesagt, noch hier hat das einer gesagt. Wir wollen, waren dass Sie diejenigen, dabei in die Potsdam? Illegal... Sie sind so sicher, was dabei da gesagt habe wurde. Es auch Menschen eingeschlossen, ich zitiere aus diesem Treffen, auch Menschen eingeschlossen, die deutsche Staatsbürgerinnen sind, aber nicht assimiliert seien. In den Diskussionen bei diesem Treffen habe es nur Einwände gegen die Machbarkeit gegeben, aber nicht Zweifel daran, dass solche Pläne wünschen. Es gibt eidesstattliche Versicherungen von denen, die dabei waren. Ich bin nicht dabei gewesen. Ich bin nicht dabei gewesen, aber die eidesstattlichen Versicherungen wenden sich genau gegen diesen Punkt, dass deutsche Staatsbürger auf der Grundlage von rassistischen oder ethnischen Merkmalen abgeschoben werden sollen. Das ist dort nicht gesagt worden und deswegen hat Korrektiv ja aber seine wie kommen die auf millionenfach, dazu. Wenn Sie Deutsche nicht dazu zählen? Das kann ich Ihnen erklären. Wie kommen die auf millionenfach, wenn Sie Deutsche nicht dazu zählen? Ihre Parteifreunde sagen das doch ganz offen. Wir müssen alle die illegal hier sind. Es sind ungefähr 300.000 illegal hier. Einige haben einen Duldungstitel. Wir haben ungefähr 800.000 Syrer. In Syrien gibt es nicht flächendeckenden Krieg. Die müssen zurück. Die sind wegen Krieg gekommen. Wenn der Krieg nicht mehr da ist, müssen die zurück. Wenn jemand kommt wegen Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg ist nicht mehr da, dann... Na, aber Syrien muss diese Leute doch versorgen können. Also man kann doch nicht 800.000 Menschen und dann, wenn in anderen europäischen Ländern dann auch noch sagen, die wollen wir nicht mehr haben und die Nachbarländer Syriens, Türkei, Libanon, wollen die nicht mehr haben. Da muss man doch davon ausgehen können, dass die Menschen da vernünftig versorgt werden. Also zumindest das sollte doch sichergestellt sein. Und allein deswegen muss man vorher ja wohl die europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufheben. Müssen die in ihre aber Länder zurück. Ich bin anderer Meinung als Sie, aber sind wir jetzt bei einer Million? Sehr, wo sind sehr denn die viele anderen Millionen? Ich glaube, Sie können hier ganz lange... Ja, noch eine Million Afghanen, meint sie wahrscheinlich. Dann wären wir bei zwei. Also rechnerisch wird es passen. Aber auch da, auch Afghanistan wird durch heftige westliche Wirtschaftssanktionen malträtiert. In Afghanistan Sicht des Westens die falsche Regierung durchgesetzt und die soll jetzt, so gut es geht, am Boden gehalten werden und bestraft und leiden muss darunter halt die afghanische Bevölkerung. Darüber reden, über die Demokratie ist in Gefahr und der Faschismus steht auf. Aber genau das, und das ist der Kitt der Regierung, ist nur noch der Kampf gegen rechts. Die Union ist gerne mit dabei, aber sie haben nichts mehr, was sie mit der FDP und den Grünen zusammenhält, außer, dass sie, jeder darf sein einfach nur den Raum mit Worten gerade, glaube ich. Ich will nur sagen, dass das der einzige Punkt ist, den diese Jetzt füllen Sie gerade einfach nur den Raum mit Worten. Das sagt die Richtige. Die Regierung noch gemeinsam hat zusammen trotzdem, mit der Union der Kampf Storch, gegen rechts. Aber Storch, die Probleme der Menschen in diesem Land, Storch, die sind völlig einmal, egal. Aber eine Frage haben Sie nicht beantwortet von Kevin Kühnert. Und die ist schon, finde ich, wichtig. Weil das, was Sie sagen, das kann man ja meinen. Und das ist auch im politischen Spektrum okay. Es gibt nur ich habe mal gelesen, was Herr Höcke so schreibt. Ich kriege hier gelegentlich die Frage, wie du liest, was der schreibt. Doch, man sollte lesen, was aufgeschrieben wird. Weil nur dann weiß man, was Leute vorhaben. Das ist also jetzt... Höcke war in einem Einspieler drin. Höcke wurde von Kühnert vorgebracht. Höcke wird jetzt von Spahn vorgebracht. Also ganz ehrlich, da hätte man Höcke vielleicht auch einfach einladen. Also Beatrix von Storch hat, glaube ich, sehr viel dümmere Sachen gesagt als Björn Höcke, jedenfalls von dem, was mir bekannt ist. Beatrix von Storch gehört ja auch zum extremen neoliberalen Flügel der AfD. Aber hier werden die ganze Zeit nur irgendwelche Zitate von Höcke vorgelesen. Also da wäre es, glaube ich, interessanter, Höckes Gegenrede dazu zu hören. Völkisches Denken. Da geht es um Deutschsein. Da geht es um ethnisch Reinsein. Das ist völkisch. Das ist in der Tradition, wenn man es so will, in der Schlechten des Nationalsozialismus. Und die Jungmoral.